Ja, herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ich freue mich wirklich, dass ich heute hier sein kann und dieses Thema Boden jetzt weg von dem sehr globalen, aber ich danke meinem Vorredner wirklich, dass er die politische Dimension dieses Themas uns auch aufgezeigt hat. Sie müssen nun zurück, ich will nicht sagen in die Realität, aber ein bisschen ein Stück weiter ran an den Boden selbst. Und wir haben eben angesprochen die Ausbildung von Landwirten, landwirtschaftliche Schulen. Ich glaube, das ist mir auch ein großes Anliegen, würde auch gerne das diskutieren, weil ich tatsächlich sehe, dass in der universitären Ausbildung tatsächlich Boden immer weniger Bedeutung hat. Das hört sich merkwürdig an, aber das dokumentiert sich in Schließung von Bodenlehrstühlen, die man heute schon suchen muss, wenn sie tatsächlich Boden im Visier haben, der die Feldbodenkunde und ihre Bedeutung für den Landbau, den Forstbau tatsächlich sehen. In Hamburg haben wir Glück, wir haben eine Bodenkunde, die ist nicht im Land- und Forstbau angesiedelt, sondern in der Erdsystemforschung, gehört ein Teil der Klimaforschung. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Lassen Sie mich mit diesem, mit den Local Heroes, eigentlich ein bisschen albern, beginnen. Habe ich in der Husumer Nachrichten gefunden in diesem Jahr und ein bisschen bedauerlich, wenn ich so sehe, was aus dem internationalen Jahr des Bodens mitgenommen werden konnte. Dann hier der Bauer sagt, was denn das? Er ist gerade abgesoffen, bodenlos. Und die Kuh meint, das Rindvieh, ja, das ist der Boden des Jahres. Und ich weiß nicht wieso, habe dann bei einem Spaziergang Stapelholm, gar nicht weit weg, dieses hier gefunden, Reit- und Fahrwege wegen Bodenlosigkeit geschlossen. Der Bürgermeister, den Bürgermeister kenne ich. So, der eigentliche Boden, nämlich der Boden des Jahres 1916, ist hier diese wunderschöne, dieser wunderschöne Glei aus Geschiebelehm. Verzeihen Sie mir immer den Bezug vom Boden zum Substrat. Wir sind ja Geowissenschaftler. Und der ist nicht so ganz so garstig wie diese Fläche, ich sage jetzt Fläche, die dieses Schild schützen sollte, nämlich das war ein Moorglei. Also, was erwartet Sie in diesem Vortrag? Warum sollen wir uns für Böden interessieren? Viele Argumente sind schon gefallen. Was macht eigentlich einen Boden aus und warum ist er uns so wertvoll? Was leisten die Böden für uns? Warum haben Böden es so schwer? Kommt einiges wieder. Und was bedeutet der Verlust an fruchtbaren Boden? Und zum Schluss vielleicht, was können wir tun? Auch Sie. Ja, das ist eine Liste, Bullets. Böden sind nicht nur schön, sondern sie sind eine endliche und nicht erneuerbare Ressource. Vom Boden hängen 90% der globalen Nahrungsmittelproduktion ab. Boden ist bedeutsam für die Ökosysteme und die Biodiversität. Das ist eigentlich, steht in der Mitte, ein zentrales Herzstück unserer Böden. Industrielle Landwirtschaft, Flächenversiegelung, Erosion, Versalzung, Wüstenbildung setzen unseren Böden einfach zu. Und jede Minute geht fruchtbarer Boden in der Größenordnung von 30 Fußballfeldern verloren. Ist das nicht Grund genug? Natürlich. Wir befassen uns also jetzt mit dem Boden. Was ist das? Dieses einfache Schema zeigt eigentlich die Funktion im Erdsystem. Die Pädosphäre, sagen wir, der Raum unserer Böden, ist der wichtigste Überschneidungsbereich zwischen der Geologie, der Gesteinswelt, der Biologie, der Hydrosphäre, der Atmosphäre und natürlich den Menschen, der Anthroposphäre. Ja, dann kann man das kurz zusammenfassen. Boden ist der erkennbar durch Bodenbildungsprozesse umgewandelte Bereich der festen Erde, der in der Lage ist, Organismen gleich Mensch, insbesondere höheren Pflanzen, als Standort zu dienen. Ja, damit ist auch alles gesagt. Böden sind einfach mehr als Dreck und sie sind eigentlich auch schon erwähnt, danke Herr Otto, die schützende, dünne Haut unserer Erde. Warum ist das so? Wie entsteht ein Boden? Boden hat viele Eltern, wir brauchen Gestein, wir brauchen Pflanzen, wir brauchen ein Relief, da geht die Regionalität ein.
Wir brauchen das Klima, auch hier regionale Bezüge. Die Zeit ein ganz wichtiger Faktor und schließlich wir, die Menschen. Und all dies kann ich zusammenfassen in einer Formel, diese Funktion der Zeit uns liefert. Wichtig ist, Sie sollten mitnehmen, Faktoren steuern, Boden, bildende Prozesse und sind damit verantwortlich für Bildung, Aufbau und Eigenschaften unserer Böden. So sieht das denn aus. Der eine oder andere hat schon mal in einem Wald, oben steht das, der Forst, der hier die Heimat dieses Bodenbildes schon gesehen und weiß, Frau Pfeiffer stellt uns einen Potzol vor. Er wird gekennzeichnet durch die Horizontabfolge A, B, C. Sie sehen, da steht noch mehr, merken Sie sich das nicht, außer Sie kommen mal mit ins Gelände oder in die Vorlesung. Dann sehen Sie, man kann den noch weiter differenzieren. Und diese Differenzierung hat es in sich. Denn dieser Potzol, Folge der menschlichen Bewirtschaftung seit dem Mittelalter, dann seit Ende des 18. Jahrhunderts verstärkt durch die Monokulturen unserer Fichtenwälder oder Forste, muss ich eigentlich sagen, hat dieser Versauerungsboden seine färbenden Komponenten im oberen Bereich verloren. Die haben sich hier unten ausgefällt worden und machen diese herrlichen Anreicherungshorizonte, die manchmal so wie Zapfen in den Unterboden reinragen. Dieser Boden erzählt Geschichten, auch nicht nur hinsichtlich der Prozesse, die zu dieser Abfolge an Horizonten geführt haben, sondern er erzählt auch was über die Geologie und das ist hier mit den Schichten gemeint. Auch die müssen Sie verstehen und kennen, um den gesamten Wert dieses Bodens zu verstehen. Also hier ein Potzol aus Geschiebe, Decksand, über glaziofluviatilen Sanden. Machen wir weiter. Was ist eigentlich das Besondere an Böden? Sie haben so viele nutzbare Eigenschaften, die heute indirekt bei den Wert von Böden oder Berechnung von Böden irgendwie zum Tragen kommen. Also das ist die Körnung, also das mineralische Material, der Porenraum, der Luft- und Wasserlieb bietet. Das Gefüge eines Bodens ist was ganz Essentielles. Er ist farblich, deswegen leiste ich mir das immer, Böden sind wirklich schön. Sie speichern Humus, sie sind Senken und Quellen für Spuren, klimarelevante Spurengase. Sie sind Quellen und Speicher für Nährstoffe. Damit sind wir schon bald bei der Bodennutzung und bei der Landnutzung. Sie sind Lebensraum und durchwurzelbar sind sie auch und viele, viele Eigenschaften mehr. Ich greife nur wenige raus. Einmal die Körnung, dann den Lebensraum und dann die Speicherfunktion von unseren Böden. Fangen wir damit an. Ein komisches, langweiliges Dreieck mute ich Ihnen hier zu. Es ist nur ein Schema. Dieses Schema zeigt, dass die Mineralpartikel gekörnt sind. Man nennt das Bodenart und diese Bodenarten haben es in sich. Da ist zunächst einmal die ganz kleinste Fraktion zu nennen, der Ton, kleiner 0,02 Millimeter. Das Zeug ist klebrig, Sie könnten es modellieren, wenn Sie Spaß daran haben. Dann die nächste Fraktion ist der Schluff, der hat es auch in sich, denn es ist die Fraktion, die unseren Löss, das wertvollste äolische Sediment, was wir in Deutschland, in Mitteleuropa bis hin in die Ukraine finden, das sind die Schluffe und schließlich die Sande, die nochmal Thema werden, die hier körnig sind und eben auch hier diese Fraktionen ausmachen. Die Bodenkundler im Gegensatz zu den Geologen leisten sich dann noch ein Dreikorngemisch, den Lehm. Und der Lehm ist auch etwas Besonderes, weil er sich weil sich daraus viele Eigenschaften, positive Eigenschaften ableiten lassen. Also Bodenart steuern wichtige Standorteigenschaften, die sind hier mal ganz grob zusammengefasst: Speicherung an Pflanzen verfügbaren Wasser, Durchlüftung, Drainage, Festigkeit, Dichte, trocken im nassen Zustand ist hier Thema. Und schließlich Bearbeitbarkeit durch Wurzelung, aber auch Speicherung an Pflanzen verfügbaren Nährstoffe. Und da sehen Sie wieder die drei wichtigen Vertreter, den Sand, Boden, den Lehm, den Ton. Und dann sehen Sie,
die sehen ja alle sehr unterschiedlich aus und wir können dann erkennen, ich nehme auch hier nur drei Beispiele raus, Speicherung des Wassers, ganz wichtiges Merkmal, auch bei der Bewertung von Bodeneigenschaften, der Sand hat ein geringes Speichervermögen, der Lehm hat die höchste und der Ton bindet das Wasser so fest, dass es eben nur mittlere Mengen an verfügbaren Wasser speichert. Nehmen wir einmal die Festigkeit aus, im trockenen Zustand, dann sehen wir, der Sand ist lose, der Lehm ist locker bis fest und der Ton ist richtig hart. Und die Bearbeitbarkeit, dann sehen wir auch, der Sand hat ist leicht bearbeitbar, der Lehm mittel und der Ton schwer zu bearbeiten. Wenn ich das zusammenfasse, weil ich ja nicht so viel Zeit habe und mit Ihnen gerne diskutieren möchte, kann ich das in einem Optimum zusammenfassen und sagen, der Lehm oder sagen wir mal lehmige Sande und sandige Lehme sind eigentlich hinsichtlich der Bodenart und für die Böden, für die Nutzung am besten. Nun komme ich zu dem Punkt, kurz, Böden sind Lebensraum, ist schon angesprochen, aber ich finde hier diese Zusammenfassung des Zusammenspiels zwischen Bodenleben und dem Gewicht von Kühen im Vergleich eben sehr schön und er zeigt nämlich, dass Böden oder die Böden als Lebensraum so divers sind und so besonders, ist häufig auch vorhin schon angeklungen, dass dieses ein wesentlicher Wert unserer Böden sind. In einem Hektar Fläche leben 15 Tonnen Organismen, die sich so aufteilen. Es ist schon was Besonderes. Die meisten Studierenden sagen I, wenn sie den unteren Vertreter sehen, das ist das Lieblingstier des Bodenkundlers, ein Regenwurm, hier ein gigantisches Exemplar aus Australien. Trotzdem wunderbar, weil er ist sozusagen der verantwortliche Gärtner und hilft bei dem Reaktor Boden. Ich hatte gesagt, es sollte auch noch Boden als Senke oder Speicher betrachtet werden. Warum sind sie so wertvoll? Sie speichern organischen Kohlenstoff und helfen damit, den Klimawandel abzumildern. Ja, Böden sind also die größte zugängliche, das ist hier jetzt wichtig, wir brauchen nicht bohren, keine kontinentale Tiefenbohrung und Riesenmaschinen anwenden. Wir haben zugänglichen Kohlenstoff an der Oberfläche und wenn wir das einmal vergleichen, dann sehen wir hier, ich habe mir große Zahlen gesucht, LAL, man kann auch andere nehmen, wie Herr von Braun, aber 4000 Petagramm, da muss ich noch mal aufklappen lassen, Petagramm sind 10 hoch 15 Gramm, das heißt eine Milliarde Tonnen hier im Boden bis 3 Meter gespeichert. Die Vegetation im Vergleich und auch die Atmosphäre sind sehr viel weniger und im Vergleich zum Ozean, der mit den riesigen Mengen von 38.000 hier in die Bilanz schlägt. Was wir uns merken sollen, Böden nicht gleich Bodenböden. Zum Beispiel habe ich mich hier für die Boden der Moore entschieden, die zwar kleine Flächen nur auf unserer Welt einnehmen, aber einen relativ hohen Speicherwert haben. Ja, Böden sind wertvoll. Warum? Sie erfüllen für die Ökosysteme, für uns damit wichtige Funktionen und deshalb werden sie über ein eigenes Gesetz, nämlich das Bundesbodenschutzgesetz, seit 1998 geschützt. Und ich will sie nur einmal auflisten, die meisten von Ihnen kennen sie, es sind einmal die natürlichen Bodenfunktionen, Lebensraum und Grundlage für Mensch, Tier und Pflanzen, Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere unseres Wassers und der Nährstoffkreisläufe. Böden sind echte Reaktoren, weil sie Abbau, Ausgleich und Aufbaumedium sind für fast alle relevanten Filter, Puffer und Stoffumwandlungsprozesse in unserem Geosystem. Ja, und dann, was auch wichtig ist, Böden als Archiv für Natur- und Kulturlandschaften ist ebenfalls ein wichtiges Merkmal von Böden und schließlich das, was heute wahrscheinlich in der Diskussion die wesentliche Rolle spielt, seine Nutzungsfunktion als
Rohstoff-, Land- und forstwirtschaftliche Größe, wirtschaftliche und öffentliche Nutzung laufen über unsere Böden, Verkehr und Ver- und Entsorgung spielen hier eine Rolle. Also eine wichtige Palette, auf die ich im Einzelnen jetzt nochmal eingehen möchte, unter dem Aspekt, dass sie nicht nur funktionieren, sondern auch schön sind. Ich habe 3 Exemplare mitgebracht. Das ist eine Schwarzerde aus Löss, ein wunderschönes Exemplar aus dem mitteldeutschen Trockengebiet, weniger als 500 mm Niederschlag. Sie wissen, wie viel bei uns fällt, in den Alpen noch mehr. Der schönste Boden, schön im Sinne von natürliche Ertragsfähigkeit. Handling, das bei der Bearbeitung, der Begehbarkeit. Wir fahren dazu zum Beispiel in die Magdeburg, um dieses Bild zu sehen. Dann ein weiteres Pseudoglau aus Lehm. Da brauchen wir nicht lange fahren. Da fahren wir ins östliche Hügelland nach Schleswig-Holstein und können hier die schön differenzierten Horizonte sehen. Können Sie die überhaupt sehen? Ich finde, es müsste eigentlich Licht weg. Jetzt sind wir bei den Bildern. Könnte hier das Licht bitte weg? Wen spreche ich an? Niemanden? Hier würden Sie, wenn das Licht weg wäre, das ist mir jetzt wichtig, ich mache nicht weiter. Kann man bitte das Licht an der... Oder ist das nicht nett von mir? Wenn ich über Schönheit von Böden rede, dann muss man sie auch sehen können. Und ich hatte ja gesagt, das ist gar nicht schwer. Hier hängen 2 Lackprofile, links und rechts. Gönnen Sie sich in der Pause mal einen Blick drauf. Hier den Potzol hatte ich Ihnen eigentlich schon vorgestellt. Das Exemplar müsste ich mir noch angucken. Ich bin ehrlich, ist irgendwo ein Colluvisol mit Potzolierung im Oberbereich über einer Schichtung Moor. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woher die kommen. Wir haben immer noch Licht. Ich mache jetzt mal weiter. Also auch ein schönes Exemplar, was wir hier in Hamburg, Nähe in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern finden können. Und dann schließlich ein Boden, der hat es in sich, weil Ärgern mich genau das tut, erzählt uns Geschichten vor 11.500 Jahren, als hier bei uns der Permafrost herrschte und wir unter dem langweiligen Potzol, der hängt da, tatsächlich die frühere Landschaft entwickeln können, nämlich diesen Taschen- und Brodelboden. Ist nicht weit weg, südlich von Hamburg, auch eine Reise wert. Böden sind farbig, Böden sind schön, sie erzählen Geschichten und sie sind divers. Das sollten Sie mitnehmen. Warum haben diese schönen Objekte, Naturkörper, es denn so schwer? Ich habe Ihnen 3 Bilder mitgebracht. An dieser Stelle danke ich meinem Vorgänger Günter Mielich, der mich auf die Spur gesetzt hat, einmal Boden unter einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten, nämlich, das ist, wie alles, was wir lieben, wollen wir unter Schutz stellen. Die Blume des Jahres 2009, Sie wissen alle, was das ist, die Wegwarte. Vogel des Jahres 2009, Eisvögelchen, was Schöneres gibt es ja gar nicht. Und dann der Boden 2009, die Kalkmarsch. Im Vergleich zu den anderen Exemplaren müssen Sie doch wirklich sagen, der arme Boden. Ist er aber nicht. Dieser Boden ist unter dem Kattinger Watt ein wunderschönes Gebiet, was wir nützen könnten, um ein natürliches Feldlabor für Veränderung unserer Land- und Nutzungsbedingungen, auch der Klimabedingungen, unter Schutz zu stellen oder einfach zu nützen. Wie entwickelt sich dieser Boden? Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dann sehen Sie, dass diese Kalkmarsch etwas Besonderes ist. Sie hat Fossilien, nämlich den alten Meeresboden in Form von Sandklaffmuscheln versteckt, habe ich extra frei präpariert, damit sie besser rauskommen. Und sie zeigt ein grundwasserbeeinflusstes Profil. Diese Böden, heute feine Sande, durch Grund- und Meerwasser noch beeinflusst, werden später mal sehr intensiv genützte Böden sein. Hier heute unter jungem Wald, diese kleine Humusanreicherung in dem Oberboden, es sind vielleicht an manchen Stellen nur 10 cm, sind in den letzten 40 Jahren gebildet worden, akkumuliert. Böden sind Senken für Kohlenstoff, das zeigt uns das Kattinger Watt. Machen wir weiter. Böden haben es schwer, über Degradation haben wir schon gehört. Ich lasse diese Liste einfach mal stehen. Sie bekommen diese PowerPoint und können es dann vielleicht im Einzelnen anders aggregiert sich anschauen. Sie sehen,
physikalische, chemische und biologische Degradation setzt unseren Landschaften und Böden zu. Ich habe mir erlaubt, vier Beispiele in den folgenden Folien darzustellen. Einmal Belastung, Verarmung, hier muss ich einfach sagen Verarmung und Überdüngung von Böden, Bodenversiegelung und natürlich Bodenabtrag, und ich habe mich für den Wind entschieden. Bodendegradation durch Kontamination. Mein Auftrag war es, Böden in Deutschland vorzustellen. Dieses Beispiel möchte ich mit Hamburg beginnen. Altlasten, mehr als 5000 sind es, die zu untersuchen sind oder untersucht sind. Davon sind ungefähr 485 Altlasten bereits saniert mit einem hohen Aufwand. Und das hatte Folgen für unsere Stadt. Ich will jetzt aber nur mal vier Beispiele vorstellen, wo Böden unserer Stadt tatsächlich das wiedergeben und entsprechende andere Landnutzungsformen benötigen. Hier ein Colluvisol, ein Colluvial Pseudoglei, der hat zwei Namen, aus sandiger Aufschüttung über Geschiebemergel unter einer Gewerbeoberfläche, stark belastet mit organischen Schadstoffen und Kupfer. Hier dann im Bereich auch einer ehemaligen Kleingartenanlage ein Pseudoglei-Klei, der eigentlich ein schöner Boden ist und es in sich hat, jetzt hier in Georgswerda ein Beispiel, weil er durch organische Schadstoffe und Schwermetalle wie Blei, Zink und Kupfer einfach belastet ist. Dann hier oben noch ein Beispiel, wieder Kleingärten. Sie haben wahrscheinlich den Eindruck, ich habe was mit Kleingärten zu tun. Stimmt, unser Institut. Colluvisol aus Bauschutt, auch hier Belastung. Eigentlich nicht schlimm, aber Belastung mit Schwermetallen. Und dann noch ein Beispiel, damit können wir es beenden lassen. Dies ist eine Pararenzina aus Geschiebemergel über Hafenschlick. Beispiel Billesiedlung. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diesen Fall erinnern, aber auch hier, heute hier die Böden im Untergrund, noch diese schwarze Schlicklage können Sie erkennen, die uns die damalige Belastung und Misswirtschaft oder schlechten Umgang mit unseren Böden noch vorführt. Das war Bodendegradation. Boden durch Überschuss an und Mangel an Düngung. Dieses soll jetzt ein Beispiel des Überschuss sein, Nitrat, Sie kennen diese Deutschlandkarte, mögen die meisten schon gar nicht mehr hören. In dem wesentlichen Buch der BGR, der Bodenatlas Deutschlands, wird Nitrat gar nicht mehr richtig aufgearbeitet, ist sowohl in den Text, ist im Text tatsächlich markiert, ist aber eine wichtige Belastung für unser Grundwasser, weil aus dem Grundwasser gewinnen wir unser Trinkwasser. Wesentlich hier die Quellen. Böden mit Maisanbau, Energiepflanzenanbau, Überschuss an Gülleanwendung bei der Tierproduktion. Ich möchte das nicht bewerten, einfach nur sehen. Ein Boden, der das einfach an uns direkt über die Pflanzen weitergibt, wäre hier zum Beispiel ein stark nitritbelasteter Plaggenesch aus Geschiebedecksanden, auch in Stapelholm. Ja. Mangel an Düngung ist auch eine Degradationsfolge, die wir ernst nehmen sollten. Was sehen wir hier? Hier ist einmal der Düngeverbrauch in Kilogramm pro Hektar Ackerfläche aufgelistet. Und Sie sehen hier, alle sind ordentlich wirtschaften und mit Düngern. Aber Sie sehen hier, Afrika und südlich der Sahara zeigt deutlichen Mangel an Nährstoffen in den Böden, in diesen tropischen Böden. Das hat jetzt nicht nur mit Entwicklung zu tun, sondern auch in erster Linie mit dem natürlichen Inventar dieser Böden. Ich habe einen mitgebracht, ein stark nährstoffverarmter Heplikpharasol, sagen Sie einfach roter tropischer Boden, aus Sandstein, Saprolit. Saprolit ist faules Gestein, kennzeichnet die Jahrtausende lange tropische Verwitterung, die zur Verarmung dieser Böden herbeigeführt hat. Ja, dann ein weiteres Beispiel, Kontamination durch Kampfstoffe. Hamburg ist nun mal mein Herzensstandort.
Ist noch gar nicht so lange her, im Januar gab es einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der zu einer Evakuierung von 6.000 Leuten in diesem Bezirk, nämlich Eppendorf, in der Geschwister-Scholl-Straße geführt hat und tatsächlich den Rhythmus dieser 6.000 Leute, ich wohne auch, tatsächlich durcheinander gebracht. Ich bin an dem Abend erst nach 23 Uhr nach Hause gekommen. Und was will ich damit zeigen? Böden haben ein langes Gedächtnis. Viel schlimmer ist dieses hier, diese Zusammenstellung, die uns tatsächlich den vorhandenen Schrecken in unseren Böden, gespeichert durch kriegerische Ereignisse, tatsächlich immer wieder vorführt. Und auch dieses sind Beispiele, die uns tatsächlich zum Denken geben sollen. Boden. Degradation durch Flächenverbrauch. Auch möchte ich hier mit Hamburg beginnen. In den 90er Jahren konnte man berechnen, versiegelte Fläche in Hamburg, damals 99 bis 2010, diese Differenz, das macht ca. 2% der Gesamtfläche aus. Und wenn man das umrechnet an Verlusten oder durch Versiegelung, sind das sehr hohe Zahlen, 136 Hektar. Wenn man das jetzt auf Deutschland überträgt, dann sieht man, dass in Deutschland tatsächlich nur 70 Hektar pro Tag für Siedlungen und Verkehr verbraucht werden. Aber wenn Sie bedenken, das entspricht der Fläche des Saarlandes, dann sollte man doch schon nachdenklich werden. Das wurde auch schon angesprochen. Das politische Ziel ist in Deutschland ist der Flächenverbrauch von 30 Hektar. Und wir haben auch vorhin schon gehört, ist lange noch nicht erreicht. Das letzte Beispiel, was setzt unseren Böden zu, warum haben wir es so schwer, ist die Bodendegradation durch Wind. Hier ein Beispiel, gar nicht so weit weg, aus Mecklenburg-Vorpommern, generell auf Deutschland bezogen. 25% unserer Ackerflächen in Deutschland sind durch Winderosion gefährdet. Das Beispiel, was ich Ihnen gebe, ist von 2011. Sie erinnern sich sicherlich noch daran, der Ackerboden wurde umgebremst auf die A19, hier oben links abgebildet, geweht. Es kam zu einer Massenkarambolage mit 80 Fahrzeugen in diesem Ort nahe Mecklenburg. Und die Folgen waren 8 Tote und so 95 Menschen, die stark verletzt wurden. Ursachen für Winderosion. Ich habe hier die BGR-Karte mitgebracht, Erodierbarkeit von Böden in Deutschland. Und Sie sehen, Norddeutschland hat da, ist das ein regionales Phänomen oder muss sich damit befassen? Die Ursachen gehen im Wesentlichen darauf hinaus, dass großflächige Zusammenlegungen von sandigen Ackerflächen erfolgt sind. Lange Zeiten mit unbedeckten Böden, zum Beispiel bei Monokulturen mit Mais- und Kartoffelanbau, die Austrocknung des Oberbodens durch erhöhte Temperaturen und verringerte Niederschläge im Frühjahr und vor allen Dingen das Fehlen von Schutzpflanzung. Der Knick hier ist zu erwähnen, die Windgeschwindigkeiten abbremsen können. Also Sie sehen an dieser Palette, es ist ein hausgemachtes Problem. Zurück nach Deutschland. Deutschland durch Klima und Böden begünstigt, das zeigt hier die sehr vereinfachte Bodenkarte, die nicht nur vereinfacht ist, aber auch trotzdem die Diversität unserer Böden zeigt. Und fast alle dieser Böden, bis auf die Gebirgsböden, kann ich wunderbar nutzen. Wie sieht das weltweit aus? Wenn wir uns weltweit die Bodenkarte ansehen, dann sieht man tatsächlich hier von Blumen und Esmeran zusammengetragen hinsichtlich der Ertrags- und Widerstandsfähigkeit. Das entspricht im Wesentlichen hier nur der grünen und den beiden blauen Farben, die sich hier in diesen Karten dokumentieren. Und dann sehen Sie gleich, es ist eine geringe Fläche. Es sind nur 12% der Böden, die tatsächlich gut für Ackerbau nutzbar sind. Was bedeutet es? Wir haben ähnliche Karten schon bei Herrn von Braun gesehen. Dieses ist aber jetzt die Widerstandsfähigkeit. Und wenn wir jetzt eine 7,5 Milliarden Menschen annehmen, die ja steigend ist,
und einer nachhaltigen Bewirtschaftung in Zukunft unterstellen oder haben sollten, dann müsste jeder Mensch mit 2200 Quadratmeter auskommen. Wie sieht das bei uns aus? Wir verbrauchen zu viel Boden, kann ich gleich verraten, Sie wissen das selbst. Hier ist dargestellt der Nutzen der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland, angegeben mit 47%, die sich aufgliedern in 25% Nahrungsmittelfläche für Grünland entscheidend und nachwachsende Rohstoffe. Rechnet man dann noch hinzu, was der einzelne Bürger braucht, aus flächenverbrauchenden Stoffen, die aus dem Ausland kommen, als da ist, ich weiß nicht, Baumwolle, Palmöl und was es so an Stoffen gibt, die wir importieren, jedes Gemüse, jede Banane und so weiter, wird hier eingerechnet, dann ergibt sich, dass der durchschnittliche Deutsche ca. 12.000 Quadratmeter, also sechsmal so viel wie der Weltbürger unter einer gedachten, in einer gedachten nachhaltigen Welt verbraucht, und davon liegen 75% im Ausland. Das ist wirklich ein Punkt, da kann man drüber nachdenken. Hier dieses Beispiel. Ich komme langsam zum Schluss. Was bedeutet der Verlust an fruchtbarem Boden? Das Allerwichtigste ist, wir verlieren echte Bodenschätze. Ich habe hier wieder eine Schwarzerde mitgebracht aus Löss, mitteldeutsches Trockengebiet. Und die Schwarzerde, der höchstbewerteste Boden Deutschland, weicht, weil wir Entwicklung, Arbeitsplätze und wie man es begründen mag, brauchen, Gewerbegebieten im Raum Magdeburg. Man könnte diese Flächen auch anders nutzen. Im Raum Magdeburg gibt es nicht nur Schwarzerden. Was noch? Böden sind in menschlichen Zeiträumen nicht zu erneuern. Wir haben hier aufgelistet einmal die Zeiträume, die es braucht, um bestimmte Bodentypen in Mitteleuropa, kann ich eigentlich so sagen, mit den Tropen hier auch mit dabei, aufzulisten. Und wir sehen, dass es sehr lange Zeit braucht, um tatsächlich diese Bodenpalette, diesen Mix, die Diversität unserer Böden entwickeln zu lassen. Es braucht also Jahrtausende, um einen fruchtbaren Oberboden entstehen zu lassen, wie zum Beispiel die Schwarzerde. Vor 7.500 Jahren hat sich die entwickelt. Aber nur wenige Stunden, zum Beispiel eines starken Regens oder eines starken Windeffektsturms, um ihn unwiderruflich zu verlieren. Das ist die Botschaft, die das mitbringen soll. Was können wir nun tun? Seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt eine Palette von möglichen Handlungskonzepten, die ganz allgemein sind und vielleicht weit weg von dem, was Sie sonst zu tun. Das Allerwichtigste ist, wir sollten Kriege beenden, die Bekämpfung von Armut uns zum Thema machen und die Schaffung von internationalen Bodenschutzgesetzgebung. Bitte bedenken Sie, dass die EU keine bodenschützende Richtlinie bisher gemeinsam durchgebracht hat. Nachhaltige Agrar- und Forstwirtschaft wäre hier ein wichtiger Punkt, ist heute auch schon angeklungen. Die Stärkung von Bürgerbeteiligung muss einfach sein, wir haben vorhin Bildung oder Schulung, Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich. Hier könnte so etwas stattfinden. Standortgerechte Renaturierungs- und Rekulturierungsmaßnahmen bei den vielen degradierten Flächen. Ja, und schließlich bodenschonende Raumplanung und Flächenrecycling. Vieles mehr, Ihnen fällt wahrscheinlich mehr ein. Was können wir konkret tun? Auch hier bitte ich um Ihr Verständnis, wenn ich Sie jetzt werbe oder ich vorschlage, die Gründung eines Konsortiums deutscher Bodenforschung. Ich weiß, dass einige hier im Raum sind, die sagen, nicht schon wieder eine Organisation, die schluckt nur unsere Zeit und unser Geld. Aber ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir effektiv was für unsere Böden und damit für Landschaften und die Biologie dazu tun wollen, müssen wir eine Allianz schaffen, die weit über das hinausgeht, was wir bisher tun. Ich stehe für eine Universität, andere stehen für unsere deutsche bodenkundliche Gesellschaft, andere stehen für europäische Allianzen für Böden. Ich glaube, dies wäre ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug,
analog zu der deutschen, dem Deutschen Konsortium für Klimaforschung, dem Deutschen Konsortium für Meeresforschung. Wir könnten dann auf der ganzen Breite Bodenwissen in Deutschland inhaltlich bündeln und zusammenbringen und für Politik und Gesellschaft aufarbeiten. Ich glaube, das ist an der Zeit. Ich mache mal ein Beispiel, wer könnte da Mitglied sein? Sie oder die vielen mit Boden befassten Einrichtungen, auch unsere Hochschulen. Wichtig ist, dass wir uns dieser Aufgabe stellen. Ich weiß, wir können viele Dinge selbst im persönlichen Bereich tun. Denken Sie daran, wenn ich diese Liste, die ich nicht mitgebracht habe, aber nur anreiße, dass wir uns Gedanken machen, fördern Sie einen Biobauern, essen Sie weniger Fleisch, fahren Sie nächstes Mal ein kleineres Auto, was alles Ihnen einfängt, was ich persönlich tun kann über die Kosten für die Böden. Dann bin ich auch schon fast am Ende und möchte zurückkommen zu der Eingangsfrage, sollten wir uns verstärkt für Böden interessieren? Natürlich, ja. Und warum? Weil die Nachfrage an fruchtbaren Böden weltweit weiter steigt, immer mehr Nahrungs- und Futtermittel sowie nachwachsende Rohstoffe auf immer weniger Fläche angebaut werden müssen. Das erzeugt Konflikte, deren Bewältigung Ihre und meine Professionalität braucht. Was noch? Die Bodenzerstörung ist ein weltweites Problem. Das lokale, regionale und globale Lösung, eine Mixtur von Maßnahmen braucht. Die endliche Ressource Boden kann nur geschützt werden, oder wir können sie nur schützen, wenn wir nachhaltiges Wissen über Böden, also gleich Bodenbewusstsein haben. Ja, und damit liegt es doch eigentlich auf der Hand. Ich finde es schön, dass Herr von Braun auch diese drei wichtigsten Herausforderungen in seinem Vortrag nochmal gehighlightet hat. Ich möchte es auch tun, um das aufhaltende Verlust an Biodiversität und die Begrenzung der Klimaerwärmung auf das 2-Grad-Ziel und eben die Sicherung unserer globalen Ernährung leisten zu können, können wir nicht auf die sachgerechtere Berücksichtigung unserer Böden verzichten. Ja, und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.